Es ist leicht beim Kochen abzuschalten. Ach ja, ich bin am Backen. Aber den Fokus zu verlieren kann katastrophal enden, besonders wenn es ums Mixen geht. Puh, der ist ziemlich stark. Ich kann auch Insta checken, während ich das hier mixe. Mann, achte auf deinen Winkel, Lizzie. Alle, Mann in Deckung. Richte deine Augen auf die Schüssel. Direkt ins Gesicht. Aber ein bisschen Kuchenteig im Gesicht ist aktuell das geringste Problem von Lizzie. Das ist schlecht. Hey Lizzie, ich bin wieder da. Du kommst gerade rechtzeitig für die Überraschung. Hast du dich mit dem Kuchen geprügelt oder was? Wie konnte das passieren? Geh einfach duschen, okay? Ich gebe ihr eine kleine Aufgabe. Die hatte ich ganz vergessen. Aber sie werden den Tag retten. Pappteller können Mixerpannen verhindern. Mach mit deiner Klinge zwei T-förmige Kreuze. Dann durchstechen. Nimm jetzt die Mixer raus und steck sie durch die Schlitze. Einmal durchgeschoben, steckst du sie wieder in den Mixer. Und so einfach gibt's keine Rumgespritze. Ziemlich raffiniert, was? Ach du meine Güte, du hast sie gemacht! Boah, die sehen absolut perfekt aus. Warum backst du von jetzt an nicht öfter? Ja, die schmecken so gut, wie sie riechen. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Probiere einen Happen. Nein, ich will nicht. Das ist eklig. Ah, ich weiß. Willst du vielleicht damit spielen? Nein. Na gut, wie wäre es mit diesen Puppets? Ich hab schon einen, siehst du? Behalte sie. Oh, ich hab's echt versucht. Wie wäre es mit diesem Geldkoffer? Du könntest dir so viel Süßkram davon kaufen. So viel Geld. Nein, ich bin unkäuflich. Oh, du bist so ein Sturkopf. Nein heißt nein. Wow. Meine schöne Küche. Das war lustig. Ich spiele jetzt mit der Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau? Das ist die Lösung. Um ein Gericht interessanter zu machen, brauchst du einen Löffel und Knetmasse. Drücke die Knete zusammen. Dann wickle sie um den Löffelstiel. Und falte sie um. Forme nun den unteren Teil zu einer Fischflosse. Etwa so. Male mit einem spitzen Gegenstand Details in die Flosse. Sei vorsichtig und drücke nicht zu fest auf. Sehr gut. Und nun fehlen nur noch die Fischschuppen. Beginne oben und arbeite dich nach unten vor. Drücke dabei nicht zu fest auf. Ziehe mit dem Gegenstand sanfte Striche. Wenn du fertig bist, lege den Löffel auf ein Backblech und gib ihn in den Ofen. Dadurch wird die Knete dann hart. Knete aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Bemale die Knete nun mit Silber. Hoffentlich klappt das. Wow, ein Meerjungfrauenlöffel. Wie cool. Braves Mädchen. Hi, Schatz. Daddy. Hallo, meine Süße. Hier ist dein Frühstück. Das esse ich nicht. Ach, nicht schon wieder. Wie der Vater, so die Tochter. Gibt's irgendwas anderes? Mann, ehrlich gesagt, er ist echt schlecht im Selfies machen. Das eine Mal war sein Auge total abgeschnitten. Ja, ich weiß. Er muss doch nur den Selfie-Modus nehmen. Aber er sagte, sein Telefon sei zu alt. Ja, aber nur, weil er sein neues aus Versehen im Klo versenkt hat. Echt jetzt? Ja, es ist ins Klo gefallen und dann hat das versehentlich runtergespült. Oh, mein Essen ist fertig. Ich rufe dich später nochmal an. Mann, ich hab so einen Hunger. Die Nudeln werden mir gut tun. Hä? Was ist mit meinen Nudeln passiert? Woher kommt denn diese Schale mit Gelee? Oh Mist, ich habe die falsche Schale aufgewärmt.
Hey, Tina, was ist denn los? Ich habe mein Essen vertauscht und diese Gummibärchen geschmolzen. Na, vielleicht kann uns TikTok helfen. Hier, du nimmst auf. Zuerst brauchen wir einen Teller. Dann die Skittles ausschütten. Und jetzt den Gummibärchenschleim dazugeben. Dann machen wir noch ein paar Skittles obendrauf. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Und das ist unsere Gummi-Skittles-Banane. Ja, es könnte auch ein Haarreif sein. Oh, das ist so wackelig. Sieht echt lecker aus. Ich probiere das mal. Gib mir eine lila Skittle. Die mag ich am liebsten. Wow. All das macht mich echt hungrig. Die hier könnte nicht besser aussehen. Nun, vielleicht mit Schokolade obendrauf. Komm zu Mama. Immer noch hungrig. So schokoladig. Ich bekomme einfach nicht genug davon. Das ist so lecker. Upsi, ich wisch das mal kurz ab. Ach, mir egal. Das schmeckt einfach zu gut. Die Erdbeeren sind schon leer. Ich hasse, wenn das passiert. Was läuft hier denn? Oh, ich hasse Werbung. Was ist das denn? Das war doch mit Sicherheit Emma. Oh, selbst die Tücher sind versaut. Jetzt bin ich schmutziger als zuvor. Moment mal. Ja, das hätte ich wissen müssen. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zur Erdsaube machen soll. Hi, Thomas. Lust auf Erdbeeren? Emma, stopp. Bitte. Es gibt einen einfacheren Weg. Stecke den Strohhalm durch, bis sich der Stamm löst. Jetzt hast du ein Loch, siehst du? Und nun zum besten Teil. Nimm etwas Schokolade mit der Spritze auf. Diese Menge sollte reichen. Dann ist es Zeit, alles zu injizieren. Aufgefüllt! Ganz ohne Chaos. So cool. Und so einfach. Lecker. Das ist die perfekte Menge an Schokolade. Gern geschehen. Sowas von cool. Schau doch mal. Och. Süß. Wie beeindruckend. Oh, ich hab Hunger. Gibt's hier was zu essen? Hey. Ah, cool. Cornflakes. Was? Die Schachtel ist leer. Ach, Mann. Ja, vielleicht ein bisschen Senf? Oh, nee, niemals. Und jetzt? Was ist mit dieser Schüssel Nudeln? Super. Die sind so schlicht und langweilig. Hey, Tina, schau dir das mal an. Die ist blaue Nudeln. Denkst du, das können wir auch machen? Ja, das können wir auf jeden Fall. Schürze, Mütze und Handschuh bereit. Zeit, diese Fanta zu den Nudeln zu gießen. Ich glaube, das ist genug. Ich will noch ein bisschen um, bis die Farbe aufgesaugt ist. Und fertig. Wir haben blaue Nudeln gemacht. Oh, die sehen toll aus. Lass sie uns mal probieren. Runter damit. Boah, die sind lecker. Oh, das war nah dran. Zeit für einen gesunden Snack. Lecker, eine Banane. Genau, was ich brauche. Seltsam. Wo ist sie hin?
Bananendieb! Ich war hungrig. Okay, wenigstens gibt es da noch eine Banane für mich. Denk nicht mal dran. Her damit. Nein, nimm das. Salat? Wie langweilig. Sorry. Hey, ich bin gleich wieder da. Nimm eine Gabel und eine Zange. Verbiege die Gabelzähne mit der Zange. Dreh sie vertikal hin. Etwa so. So kann ich die Banane in Stücke schneiden. So haben wir beide etwas davon. Bediene dich. Echt? Du bist die Beste. Nium, 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 nium. Wow, Alice liebt wohl Bananen. Hier, du stehst auf dieser Seite. Gut, und jetzt drückst du. Das hat was mit Essen zu tun. Nein, nein, nein. Ach, das ist richtig. Dieses Mal habe ich das Geld. Mann, was soll ich denn mit dem Kleingeld nur anfangen? Vielleicht habe ich eine Idee. Hier muss es doch ein paar Magazine geben. Hey, was dagegen, wenn ich die mitnehme? Hä? Was? Hey, warte! Alles klar, danach habe ich gesucht. Ja, perfekt. Gib mir alle Gutscheine. Oh ja, damit bekomme ich mehr für mein Kleingeld. Okay, mal sehen. Zeit, das Essen zu besorgen. Das sind meine Einkäufe. Das sind ganz schön viele Lebensmittel. Noch mehr? Oh, so viele. Wie viel hat er denn noch? Alles klar, Zeit mit dem Einpacken zu beginnen. Also gut, ich habe deine Endsumme. Aha. Und ich habe ein paar Gutscheine für dich. Ha, das sind aber eine Menge Gutscheine. Ich werde sie einfach alle einscannen. Oh mein Gott. Was? Was ist los? Ich schulde dir Wechselgeld. Niemals. Oh, das ist ja unglaublich. Hier ist deine Quittung. Yes, bis bald. Ah, dann mache ich mal eine Pause. Jetzt ist wohl Sushi-Zeit. Ja, vielen Dank. Was kann ich tun, während ich warte? Ich werde meine Pflanzen ein bisschen trimmen. Mensch, das dauert ja ewig. Hä? Was? Oh ja, mein Essen. Och, das ist ja nichts. Ich kann mehr zahlen. Hier ist meine Kreditkarte. Hier bitte. Endlich, mein Sushi ist da. Oh. Oh, ich weiß nicht. Rein damit. Warte mal. Hä, wie konnte der sich so viel Essen leisten? Ja, genau. Ich habe all diese Snacks. Und jetzt schlemme ich. Ha, der denkt, er ist so toll mit all seinen Snacks. Und senden. Das Beantworten von E-Mails macht echt hungrig. Das Teil ist riesig. Und wird mich sicherlich eine Weile beschäftigen. Komm schon. Oh, mein Nagel. Ich habe die doch gerade erst machen lassen. Blöde Nüsse. Aber ich bin trotzdem süchtig nach dieser salzigen Leckerei. Nein, das lohnt sich nicht. Meine Zähne sollten funktionieren. Oder auch nicht. Was habe ich getan? Oh, das gehört doch in meinen Mund. Oh, ich habe keine andere Wahl mehr. Nicht so schnell, Emma. Oh, du bist es, der Supernussknacker. Ich habe gehört, dass du Hilfe brauchst. Her damit. Wir sehen uns wieder, Pistazie. Lass uns knacken. Oh yeah. Schau.
Nutze eine zweite Schale, um diesen Kumpel zu öffnen. Hast du das gesehen? Oh, und es ist kein Nagel kaputt gegangen. So einfach. Und so lecker noch dazu. Vielen Dank. Lass es knacken. Mein Leben hat sich für immer verändert. Hallo zusammen, so sehen heute meine Haare aus. Oh, hi Tina. Kekse. Der wird lecker. Au! Was ist denn da los? Warum isst du denn nicht den Keks? Ja, ich hätte mir beim Abbeißen beinahe den Zahn abgebrochen. Ah ja, der Keks ist steinhart. Mann, da muss ich doch was geben, was wir machen können. Hey, schau, wir nehmen einfach diesen Hammer hier. Ja, ich werde dem Keks eine Lektion erteilen. Hä? Der ist nicht kaputt gegangen. Das war's. Mann, den Keks, den mache ich fertig. Eine Säge, gute Idee. Ja, das wird ein tolles Video. Oh, Mann, Sägen ist harte Arbeit. Soll das ein Witz sein? Der ist ja immer noch ganz. Das ist wohl eine Art Superkeks. Okay, Zeit für drastischere Maßnahmen. Ja, jetzt kommt die Kettensäge. Wow, hier fliegt eine Menge rum. Ich bin fertig. Nee, der Keks ist unbesiegbar. Ich denke, der Keks hat uns offiziell besiegt. Warte, Martina. Schau dir das an. Oh, die haben die harten Kekse in ein Glas Milch gelegt. Oh, und dann haben die da Keksbrei draus gemacht. Ja. Dieser Keks bekommt eine Milchbehandlung. Ins Glas damit. Und jetzt Milch dazu. Das ist die perfekte Menge. Und jetzt kommt der Löffel zum Einsatz. Zerdrücke den Keks, bis sich die Krümel mit der Milch vermischt haben. So, jetzt zur Mikrowelle. Stell den Keksbrei rein und schalte die Mikrowelle ein. Jetzt wird er garen. Alles klar, jetzt zum fertigen Produkt. Schau, das ist ein kleiner Kekskuchen. Ich gebe noch ein bisschen Puderzucker obendrauf und Streusel. Und jetzt sieht das echt schön aus. Lass uns essen. Wow, das ist echt ein Kekskuchen. La, 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 ba, 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 ba. Limo. Ups. Nein. Mach, dass es aufhört. Das kam völlig unerwartet. Immerhin sind noch Tropfen übrig. Na los. Das ist ein Jammer. Gut, dass es noch eine Flasche gibt. Langsam. Nicht schütteln. Bitte spritz nicht los. Hey. Ich habe eine gute Idee. Ich benutze den Maissirup. Ich gebe einen Löffel Maissirup in die Limo. Das sollte reichen. Ich gebe den Deckel oben drauf, schraube ihn fest zu und schüttle die Flasche. Dann kommt sie in den Kühlschrank. Ist sie schon fertig? So spritzt sie mir nicht mehr um die Ohren. Wow, sieht das gut aus. Und es schmeckt mega. Das ist viel besser als normale Limo. Hallo zusammen und willkommen zur Show. Ich bin Jake, euer Gastgeber. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Etwas Eitastisches. Ihr kommt zum Kochen und bleibt wegen der Comedy. Schlagen wir jetzt die Eier in der Schüssel auf. Das ist ein hartes Ei. Schätze, das ist eine Muschel. Probieren wir es anders. Und los. Ah! Das lief nicht nach Plan. Okay, versuchen wir es nochmal.
Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Das ist ja ekelhaft. Kein Problem, wir haben noch genug Eier. Diese Eier sind irgendwie fehlerhaft. Jetzt aber. Das ist schwerer, als es aussieht. War das... Nee. Blöde Eier. Warte, was ist hier los? Hi. Das war ein furchtbarer Traum. Jetzt habe ich Hunger. Ich gehe mal zu Mami. Mami, ich hatte gerade einen ganz schrecklichen Traum. Da war ein Hai und er hatte riesige Zähne. Oh nein, ich wollte doch nur ein paar Eier machen. Und was ist dann passiert? Ich habe sie geschlagen und die Schale ist überall hingeflogen. Das klingt ja furchtbar, aber jetzt ist alles in Ordnung. Mami ist hier, um zu helfen. Du musst das Ei am Rand der Schüssel aufschlagen. Und zwar so. Was für ein Zauber ist das? Ja, so einfach ist das. Wow, Mami! Darf ich's probieren? Also, ich zerschlage es nicht. Nur etwas anklopfen. Ich hab's! Gut gemacht. Ich versuch's nochmal. Wow! Er hat mich echt um ein Date gebeten. Natürlich habe ich zugestimmt. Schau, was ich für dich hab. Willst du eines? Ich fang schon mal an, okay? Ich habe extra viel Soße. Oh yeah. Hä? Sollten da nicht Garnelen drin sein? Ich habe doch das Richtige bestellt, oder? Ich weiß, wie ich drankomme. Röntgenblick aktivieren. Bingo. Ganz unten. Ich habe es fast geschafft. Tschüss. Was machst du da? Du weißt schon, dass du nicht graben musst, oder? Schau. Wenn du die Seiten öffnest, erweitert sich die Box zu einem Teller. Wow, großartig. Ich glaube, ich kann sie sehen. Und Kontakt aufgenommen. Oh, wie ich dich vermisst habe. Danke. Kein Problem. Jetzt probiere ich auch mal. Das war doch mal ein gelungener Trip. Ich habe mein Müsli und alle anderen Essentials. Und meinen Süßkram. Oh, mit heißem Tee schmecken die am besten. Earl Grey enttäuscht nie. Teebeutel rein. Ein bisschen heißes Wasser. Und hier ist der Beweis. Ah, du hast deine Zunge verbrannt. Ich brauche eine Abkühlung. Das funktioniert nicht. Wasser. Das muss doch was bringen. Oh, ich muss nachfüllen. Ist das Wasser an? Sophia? Was ist denn mit deiner Zunge los? Oh Mann, Sophia, die ist ja total rot. Versuch das hier. Oh, wow. Das hat ja geklappt. Oh, voll der gute Trick. Hm, du hast den Tag gerettet. Na, ich bleib mal lieber in der Nähe. Oh Mann, das war so lustig. Und dann hat er dieses seltsame Geräusch gemacht. Das hörte sich an wie ein Grunzen. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Na, scheinbar nicht. Cooler. Sehr gerne durchzuschütteln. Das sollte reichen. Oh, das wird lustig. Och, nein. Och. Überall Cola. Oh ja, genau so stelle ich mir das vor. Hey, ich habe eine Cola für dich. Und jetzt schnell die Kamera in Position bringen. Ich schnipp noch ein bisschen gegen die Dose.
Danke für die Cola. Och Mann, die ist nicht explodiert. Das ist enttäuschend. Warum hat es denn nicht geklappt? Ich probiere das mal mit meiner. Okay, ich habe sie geschüttelt und jetzt schnippe ich mal dagegen. Hoffentlich explodiert die nicht. Das hat funktioniert. Boah, Schnippen funktioniert. Ja, du wolltest mich echt mit einer geschüttelten Dose reinlegen. Ach, egal. Trink einfach deine Cola. Ah, das Leben steckt voller Überraschungen. Ja, und die fallen nicht immer gut aus. Au! Ach Mann, die fallen nie gut aus. Und solange wir nicht lernen, die Zukunft zu lesen, werden uns diese Missgeschicke das Leben zur Sau machen. Ah! Echt jetzt? Hier kann ich ja nur verlieren. Helft mir! Wir zeigen euch Hacks für solche unvorhersehbaren Notfälle. Oh, diese Woche war verrückt. Wir haben uns definitiv einen Pizzaabend verdient. Die große zu holen war eine gute Idee. Oh, schau dir all den geschmolzenen Käse an. Hm, ich kann nicht länger warten. Lass uns reinhauen. Die haben das Ding nicht gut geschnitten. Ach, ich will ein blödes Stück. Das ist doch lächerlich. Ich habe eine Idee. Oh, ich bin nur eine Sekunde davon entfernt, die abzulecken. Zeit, das selbst in die Hand zu nehmen. Hey, na, das Messer geht nicht durch. Hm, nicht so scharf, wie ich dachte. Zeit, daran zu ziehen. Meine Pizza! Oh Mann. Trockenfutter ist nicht der Belag, den ich wollte. Boah, das ist so eklig. Außer du hast nichts gegen Knirschen. Nee, das esse ich definitiv nicht mehr. Warte mal kurz. Denkst du, was ich denke? Schnapp dir eine Dose Thunfisch und nimm den Deckel ab. Mit einem elektrischen Bohrer machst du ein Loch genau in der Mitte. Dann nimm ein Lineal aus Metall, richte es auf das Loch aus und dann nimm eine Metallschraube zum Sichern. Nutze deine Finger und führe die Schraube durch, bis sie festsitzt. Nimm dann die Mutter und schraub sie drauf. Sehr gut. Was wohl als nächstes kommt? Du hast dir gerade einen Pizzaschneider gemacht. Das ist ein sauberer Schnitt. Viel besser als bei der Pizzeria. Schnell, bevor sie kalt wird. Oh, das riecht so gut. Das Warten hat sich definitiv gelohnt. Auf jeden Fall. Die Genies des Schneidens haben es wieder geschafft. Oh, das ist so langweilig. Hast du das gehört? Oh, mein Handy. Hallo? Hey, übernimm mal. Dreh den Crap um. Wow, darauf habe ich jetzt so gar keine Lust. Ist nicht wahr. Bin gleich wieder da. Wie geht das? Mal sehen. Was ist passiert? Oh, beinahe. Home Run! Wie oft soll ich es noch sagen? Mit Essen spielt man nicht. Hübsche Gesichtsmaske. Sehr lustig. Gib das her. Pass gut auf. Nimm den Crab auf und dreh die Pfanne um. Wow, das war einfach. Darf ich mal? Ich nehme den Crab auf und drehe die Pfanne um. Geschafft! Und jetzt esse ich ihn. Gut gemacht. Ich würde alles anschauen, was sich um Superhelden dreht. Hey, ich auch. Wollen wir essen? Diese Pasta sieht so lecker aus. Nun, welche zuerst? Hm, eine Gabel funktioniert nicht richtig. Ich benutze meine Hände. Ach, diese Schale sitzt echt fest, was? Nein! Hä? Hast du wieder was zu essen bestellt? Oh, tut mir leid.
Ich glaube, Emma hat nichts bemerkt. Versuchen wir das nochmal. Komm schon, geh einfach ab. Das ist doch bescheuert. Wow. Etwas Kleingeld. Danke, meine Dame. Was? Ist das eine Garnele? Nun, heiliger Bimbam, ja. Wer würde sowas bitte tun? Ich will nur Bargeld, nichts anderes. Ist das Garnelensaft? Das war interessant. Blöde Schale. So, rein mit dir. Sie hat keine Ahnung, warum ich lache. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde dich essen und wenn es das Letzte ist, das ich tue. Brauchst du Hilfe? Nimm einfach deine Gabel und verwende die Zacken, um die Schale zu entfernen. Dann kannst du ihn einfach schälen. Total einfach, oder? Und sieht auch richtig lecker aus. Bitte sehr. Du bist der Garnelenflüsterer. Oh, das ist so lecker. Danke. Los, geh nach rechts. Oh, du gehst sowas von unter, Liz. Nein. Ja. Und fertig. Meiner ist fast fertig. Ist noch einer übrig? Möge die beste Frau gewinnen. Los geht's. Offensichtlich. Und? Wer macht den ersten Zug? Diese Spannung könntest du mit einem Messer durchschneiden. Oh, komm schon, lass los. Ich habe den Lolli zuerst gesehen. Gib her. Und nur über meine Leiche. Na, das lässt sich arrangieren. Ich kann's nicht glauben. Ich habe gewonnen. Ach, das ist so unfair. Das sehe ich anders. Jetzt habe ich nichts mehr. Was für ein scheußlicher Samstagabend. Ich wünschte, ich könnte ihn umdrehen. Aber vielleicht kann ich das. Ich muss nur meinen Kochlöffel zum Arbeiten bringen. Los geht's. Fülle eine Schüssel mit Zitronenlimettenlimo. Dann füge einige Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Rühre das Ganze um, damit sich alles vermischt. Ja, richtig gut umrühren. Sehr gut. Zeit für die Gelatine. Sobald alles drin ist, gut umrühren, damit sich alles verteilt. Und wenn es so aussieht, kommt das Ganze in den Kühlschrank. Nimm eine Eiswürfelschale und gieße die Mischung in jedes Fach. So ist es gut. Den Deckel aufsetzen und den Rest einspritzen, damit die ganzen Kugeln gefüllt sind. Ja, ganz bis nach unten. Nach einiger Zeit im Kühlschrank sehen sie so aus. Und für den nächsten Schritt spieß sie so auf. Wie kleine Wackelpudding-Lollis. Komm schon. Warte, bis Lizzie die sieht. Genießt du deinen Lutscher? Ich habe beschlossen, selber welche zu machen. Oh, ich bin mit dem hier fast fertig. Nö. Boah, ist die herrisch. Es ist Lolli-Zeit. Sieht gut aus, ha? Huh? Schmeckt sogar noch besser. Oh, ich bin so eine gute Köchin. Tja, Angeberin. Hier drüben. Oh, du hättest das Match sehen sollen. Je mehr Sophia über das Spiel spricht, desto hitziger wird sie. Oh, warum ist das denn so warm hier drin? Mann, ich schwitze wie ein Schwein. Das muss von meinem Workout kommen. Ich bin gleich zurück. Ah. Hilf mir. Oh Mann, warte.
Halt sie meinen Arm. Fester. Ja, kommt schon, Ladies. Zieht. Noch einmal. Oh, wie peinlich. Sophia, warte. Oh Mann, das war sowas von peinlich. Das ganze Restaurant hat das gesehen. Ach, keine Sorge, das passiert jedem Mal. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Hey, wie wär's denn damit? Hm? Dreh dich mal um. Das Antitranspirant wird deine Haut trocknen. Oh, das fühlt sich schon besser an. Oh, echt schön kühl. Na, dann machen wir noch mal den Härtetest. Oh, was für eine Erleichterung. Aber kann ich jetzt noch eine Stunde damit sitzen? Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lass uns zahlen und raus hier. Ja! Oh, Eva, wir haben deine Beine vergessen. Oh. Hörst du dieses Magenknurren? Dann hast du wahrscheinlich nichts gegen ein paar neue geniale Food-Hacks. Mal bin ich müde. Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Oh, da ist es ja schon. Wow, die Wassermelone sieht so saftig aus. Oh, sie ist eingeschlafen. Hey, wach auf. Schlafen kannst du zu Hause. Na los, ich will das nicht alles alleine ausprobieren. Aber ich habe eine Idee. Hey! Oh mein Gott, what the heck? Wie kannst du schwanger sein? Ah, ich will sofort eine Babyparty werfen. Warte, beruhig dich. Ich habe dich doch nur ausgetrickst. Das ist nur eine riesige Wassermelone. Wow, das ist fast so gut wie ein Baby. Ich weiß, was wir damit tun sollten. Gib mir die Wassermelone. Hey, was machst du? Das ist das Einzige, was wir haben. Keine Sorge, überlass das mir. Ich habe sogar ein Kopfband. Ha, ich bin bereit, die Melone zu schneiden. Hiya! Ah, du bist völlig außer Kontrolle geraten. Sei vorsichtig. Und schnitzen und schneiden. Ha. Halt, halt, das reicht. Gosh, du hast noch nicht mal das Video gesehen, oder? Okay, da ist die Melone. Verstehe, sie schneiden die Schale also weg. Oh, sie lassen aber etwas Schale übrig. Und nun schneiden sie etwas Fruchtfleisch weg. Ha, was machen die nur? Jetzt schneiden sie in Stücke. Oh, schon kapiert, das sieht echt gut aus. Aber echt, sieh dir die Stöckchen an, cool. Wow, du bist aber ganz schön schnell, Wahnsinn. Ja, ganz genau, und nun weißt du auch, warum ich dich vorhin stoppen musste. Mh, gleich mal probieren. Wow, die Wassermelone ist echt voll süß und saftig. Denke, ich habe einen Plan. Nein, das wird nicht klappen. Grace, hör auf damit. Wenn wir ein Einhorn fangen wollen, muss ich mich konzentrieren. Wir haben doch schon ein Einhorn. Ich meine ein echtes. Wir können es damit probieren. Nein. Was ist damit? Oh nein. Oh, ich weiß. Entspann dich. Ich habe einen Plan. Zeig mal her. Wir müssen clever sein, anlocken und einfangen. Clever. Was brauchen wir dafür? Einhörner lieben Torte. Ach, dann dekoriere ich mal meine Torte. Die sieht gut aus. Die nehme ich. Hoffe, das reicht. Hä? Wo ist meine Torte hin? Was soll's? Das ist lustig. Wow, schau dir mal die Torte an. Oh, das ist harte Arbeit. Sieht gut aus, stimmt's? Oh, fast vergessen. Wir nehmen diese Knabbersticks zum Dekorieren. Okay. Erdbeer. Wir verteilen sie außen um die Torte herum. Schick. Kein Einhorn wird ihr widerstehen können. So, ich bin fertig. Sie sieht hübsch aus. Ich würde sie gerne essen. Warte. Was ist los? Da fehlt noch was. Aber mein Puppet kann das beheben. Ich habe bunte Schokolade. Ich verteile sie in die Puppet rein. Und ich wechsle auch die Farben.
Das ist die letzte Reihe. Jetzt stecke ich einen Stiel rein und wir warten, bis alles hart ist. Wow, das sieht toll aus. Und genau das braucht die Torte. Wow. Das kommt genau hier hin. Das ist schön. Sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, Konzentration. Lass uns noch etwas Süßes drauflegen. So schön bunt. Tada! Die gefällt mir. Das ist die beste Torte aller Zeiten. Ich wünschte, wir könnten sie probieren. Nur eine kleine Kostprobe. Nein, nicht! Mmh, so frisch und lecker. Irgendwas passiert. Reingelegt. Das ist nur eine Maske. Jake, das war gemein. Oh nein, lauf. Rieche ich Torte? Mein Lieblingsessen. Geh weg. Wow. Schau mal. Ich kann's nicht glauben. Ich wusste es. Einhörner lieben Torte. Da ist ein Regenbogen. Das haut mich um. Na, was ist ein Filmabend ohne Popcorn? Das ist meine Lieblingssorte. Ah ja, es muss erst noch poppen. Habe ich denn kein fertiges? Dachte ich mir doch. Ach, warte, das ist auch noch nicht fertig. Was mache ich denn jetzt? Noch eine Schachtel. Wer hat das überhaupt da hochgestellt? Nee. Oh, Leute, es regnet Skittles. Mann, die fliegen überall hin. So viel dazu, keine Sauerei zu machen. Nee, doch nicht in die Pfanne. Ist der Skittles-Sturm vorbei? Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Ach, die sind wirklich überall. Ja, da gehören die definitiv nicht rein. Ich schätze, der Filmabend ist verschoben. An einem Freitagabend die Küche putzen? So ein Mist. Ich könnte trotzdem den Snack vertragen. Oh, und ich habe eine tolle Idee. Dieses Popcorn kann ein bisschen Farbe vertragen. Ich schmeiße es in die Pfanne, ganz normal. Aber die Skittles bleiben drin. Es geht los. Oh, das riecht schon gut. Das ist das Pop der Farbe. Ich probiere zuerst mal einen roten. Denkst du, das schmeckt nach Skittles? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Der Filmabend ist offiziell wieder da. Das Hühnchen ist fertig, Leute. Puh, das nenne ich mal eine richtige Mahlzeit. Oh, die Tomaten. Ich habe vergessen, sie in den Salat zu geben. Okay, kümmern wir uns direkt darum. Zeit, sie in Stücke zu schneiden. Thomas ist zu Hause. Yay, wir haben Chips. Stopp, stopp, stopp. Keine Chips, bis die hier geschnitten sind. Ich warte im Wohnzimmer. Oh Mama, was zum... Wie viele sind das bitte? Das wird eine Ewigkeit dauern. Wie schwer kann das Schneiden schon sein, oder? Einfach kurz in der Mitte durchschneiden. Immer weiter. Puh. Ernsthaft? Mehr habe ich noch nicht geschafft. Wie viele bleiben da noch? Das findet ja nie ein Ende. Das könnte helfen. Es ist schön flach. Probieren wir das mal. 7 Tomaten und ein Deckel. Und ein einfacher Schnitt. Solange man sie festdrückt, werden sie alle gleichzeitig halbiert. Ha, perfekte Stücke. Das nenne ich mal zeitsparend. Alles dank eines einfachen Deckels. Und
in die Schüssel mit euch. Jetzt scheint das alles ganz einfach. Und macht sogar Spaß. Fertig. Mama, ich bin fertig. Was sagst du, Schatz? Diese Show ist echt lustig. Ich wurde reingelegt.